nächsten Tage. Benehmt euch! Philippa aus! Unser erstes Mal haben im Pool. Georg! Bist du blöd? Ich kann 3 Wochen jetzt keinen Sex mehr haben, okay? Oh. Hallo, Harald. Du darfst mich Harry nennen. Hallo, Frau Ostermann. Hallo. Hey, Cheyenne, ich wollte mit dir reden. Was? Nein, hey, hier sind keine Mädchen. Im ganzen Raum ist niemand, schau. Du vertraust mir ja gar nicht. Ich kann jetzt nicht zurückkommen, ich bin jetzt schon hier. Das macht überhaupt gar... wirklich, echt nicht. Hä? Warum ist das denn so schlimm für dich? Du musst mir vertrauen, wir sind in einer Beziehung, wir sind schon... Du machst mit mir Schluss, wenn ich nicht zurückkomme? Was? Ist es dir nichts wert? Sie hat einfach aufgelegt. Aber Pimli, solltest du nicht bei deinem Vater in New York sein? Ja, eigentlich schon. Ja. Ich hab's bei ihm nicht mehr ausgehalten. Oh. Ja, ich wollte zurück zu meinen Mitschülern und die Klasse hat dann meine Flüge finanziert. Was? Wirklich? Ja. Oh. Ist Fernando eigentlich hier? Ja, also, Pimli, es tut mir leid, aber die Zuschauer, die haben Fernando rausgevotet. Hm. Oh. Ja. Okay. Ja. Also, nicht weinen. Pimli, nicht weinen. Nee, ich weine nicht. Alles gut. Egal. Ich hatte gehofft, dass Fernando hier ist. Also, wir hatten eigentlich eine Fernbeziehung ausprobiert, aber es ist halt echt schwer, das aufrechtzuerhalten, wenn man am anderen Ende der Welt wohnt und die Tageszeiten auch genau umgedreht sind. Und ja. Ich vermisse ihn. In Amerika oder so? Ja, ja, das war ich, aber ich bin für die Reise hier wieder da. Warum sagt mir das denn keiner? Hast du das nicht mitbekommen? Die Klasse hat doch meine Flüge finanziert. Ich hab nichts davon mitbekommen. Na, wie auch immer. Kann ich hier pennen? Gibt's keinen anderen Raum? Hast du dich vielleicht mal ein bisschen umgeguckt? Ja, sonst würde ich doch nicht fragen. Das ist die einzige Schlafmöglichkeit, die du hast. Ja. Ja, meinetwegen, klar.
Sag mal, willst du dich nicht eigentlich mal entschuldigen? Wofür? Vielleicht dafür, dass du mich verdammt lange wie Scheiße behandelt hast? Wie nachtragend bist du bitte? Das ist schon ewig her. Jetzt ist doch die ganze Zeit alles gut. Ja, aber von dir kam nie was. Und... Es ist schon so lange her und jetzt kommst du und möchtest eine Entschuldigung von mir? Ich will doch einfach, dass wir uns wieder vertragen und wieder miteinander befreundet sind. Wir sollen wieder miteinander befreundet sein. Ist das so abwegig? Mit dir kann ich nicht mehr befreundet sein. Warum? Komm, jetzt sag mir nicht, dass es daran liegt, dass ich mich als schwul geoutet habe. Es liegt daran, dass du wahrscheinlich das, weil du dich als schwul geoutet hast. Daran wird's liegen, ja. Komm. Anastasia. Hi. Hi, Hanna. Alles gut? Ja, das ist einfach schön, dich zu sehen. Ja, finde ich auch. Gott, wir haben uns alle solche Sorgen gemacht. Das war schon echt... War schon echt hart. Ja, das hat mir echt gefehlt. Das hat mir auch gefehlt. Ist alles gut bei dir? Ja, weiß nicht. Es ist einfach irgendwie kompliziert mit Georg. Ich habe Angst, seine Erwartungen nicht zu erfüllen. Ach Quatsch, du bist doch die von uns allen, die am meisten sexuelle Erfahrung hat. Brauchst du keine Sorgen machen. Ja. Das wird schon alles. Ja, bestimmt. Okay, ich geh jetzt mal duschen. Wir sehen uns später, okay? Klar. Und du schaffst es wirklich. Alles wird gut. Ja. Irgendwie hat sich Anastasia komplett verändert. Ich weiß noch nicht, woran es liegt. Vielleicht an Georg, vielleicht auch an was anderem. Aber ich werde es auf jeden Fall noch herausfinden. Das ist bestimmt für mich. Wow, das ist ja ganz viel. Das ist ganz viel von Rhino Shield. Krass, Klassenfahrt Rhino Shield Hüllen und ein Brief. Hast du ein Paket bekommen? Ja, und ein Brief. Kannst du ihn vorlesen? Du kannst doch selber lesen. Okay. Lieber Kenneth, also wir sind sehr dankbar für die fabelhafte Werbung, die du für unsere Handyhüllen machst. Hey, Rhino Shield. Deswegen haben wir dir einige exklusive Krass-Klassenfahrthüllen zugeschickt, die du gerne an deine Mitschüler verkaufen kannst. Denn darin hast du wirklich Talent. Ja. Für deine Zuschauer gibt es sogar auch einen riesigen Vorrat. Also, was für Zuschauer sind denn gemeint? Na, du weißt doch, unsere Fahrten, die werden doch von dem Kamerateam begleitet, wie... Ah, ach so, ja. Ist alles okay bei dir? Ja, also wir haben ja jetzt die eigenen Rhino Shield Hüllen mit einem coolen Logo drauf oder krass Klassenfahrtdesigns. Für jeden ist was dabei und das ist bestimmt direkt unten verlinkt. Ich gehe die direkt mal verkaufen. So, okay, jetzt, ja. Weil, lass uns nicht, geh zum Pool, dann einfach fett. Die sind ja jetzt noch alle ganz, weil es von Rhino Shield ist. Funktioniert ja noch alles. Dann wollen wir mal.
Hallo, Montana Black 88. Hey. Na? Wie geht's dir heute so? Mhm. Was gefällt dir denn? Ja, also ich bin immer noch hiervon abhängig. Ich meine, ich wünschte, es wäre anders, aber was soll ich machen? Als Lehrerin könnte ich mir höchstens ein Audi leisten, aber ja, ich will einen Lamborghini. Was ist los? Was ist los? Hi, ja? Warum hast du denn nichts an? Ich komme aus dem Pool. Ach so. Ja. Ja, ich habe mich nur mit einem Freund gestritten. Okay. Freund, egal. Kenne ich dich irgendwoher? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe dich irgendwo schon mal gesehen, jetzt ernsthaft. Ich habe echt keinen Plan. Aber wo? Andere Sache. Die ganze Klasse 12b hat einfach Instagram. Und die sind da total erfolgreich mit. Nur, ich weiß nicht mal, wie das zum Installieren geht. Also, keine Ahnung, kannst okay. du das irgendwie zeigen? Klar. Wäre super nett. Klar, pass auf. Bist du uns voll ausgeschlossen. Also, so cool. Gehst einfach in den Play Store. Ja. Guck mal, da wird schon vorgeschlagen und dann installieren. Cool. Dann hast du es. Ey, weißt du was? Du hast einen gut bei mir. Okay? Danke. Cool. Also gerne. Okay. Ja. Wir sehen uns. Okay. Danke. Danke. Cool. Gerne. Vielen Dank für dein Kompliment. Ihr wollt echt sehen, wie ich ohne Brille aussehe. Hm. Na gut. Ich glaube, eine Brille macht einen so ein bisschen strebsam, oder? Ich meine, als Frau Ostermann. Danke, danke für eure ganzen Kommentare. Frau Ostermann, was machen Sie denn da? Frau Sommer. Wollte ich eigentlich was fragen? Ja? Und zwar, hast du denn eigentlich eine Freundin? Sind Sie etwa Camgirl? Du willst mir helfen? Du kannst deine eigene Beziehung nicht mal retten. Alles. Du wurdest gerade verlassen. So ein Ding. Raus! Raus! Kann ich mir nicht mal in Ruhe hier ein Mann! Also, wie oft... holst du dir dann einen runter? Tag? Das geht so um die 15 Mal. 15 Mal? Ja. In just one night. In just one night.